Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich wurde gefragt nach meinem Drift-Tutorial von Assetto Corsa, was ich denn für Force-Feedback-Einstellungen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal kurz ein Video. Dann kann ich euch das kurz zeigen, kurz erklären. Und ja, eigentlich sollte das Video nur ganz kurz werden. Ich hoffe, ich kann mich daran halten. Und ja, bleibt dran! Wie ihr seht hier, habe ich den Logitech Profiler mir runtergeladen. Es gibt von Logitech noch ein Game, jetzt bin ich nicht mehr sicher, wie das Ding heißt, irgendwie Game Center irgendwas, keine Ahnung, das auf der Logitech-Seite angeboten wird. Nur hatte ich das Problem, dass das Lenkrad, das G27, nicht erkannt wurde. Und nach längerer Suche im Internet habe ich dann erfahren, dass man unbedingt gucken muss, dass man den Logitech Profiler mit der Version 5.10 oder 11, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, der neueste jedenfalls, benutzen kann. Und der andere, den es gibt jetzt, das ist Version 8 inzwischen. Und wieso auch immer wird in Version 8 das Lenkrad nicht erkannt. Und das Problem ist auch nicht nur bei mir so, sondern was ich so gelesen habe, haben einige Leute das Problem. Und jetzt habe ich mir dieses Ding hier gesaugt und jetzt funktioniert eigentlich alles einwandfrei. Gut, was es als erstes zu sagen gibt, dieses Programm hier müsst ihr eigentlich nicht wirklich viel einstellen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist hier das Gerät natürlich wählen und ein Spiel, das nicht verschwinden, so hier ein Spiel, kann man denn ein neues hinzufügen? Ich zeige euch das mal kurz, dann könnt ihr hier den Namen eingeben und dann müsst ihr hier einfach nur die Exe suchen. Durchsuchen und in eurem Steam-Verzeichnis dann die Assetto Corsa Exe oder was ihr dann immer spielen wollt, müsst ihr hier eingeben, dann mit OK bestätigen und dann seht ihr hier, steht dann das Game drin und man kann das hier natürlich dann auch wechseln. Plus man kann es hier unten in der Statusleiste, kann man per Rechtsklick dann hier die Spiele starten. Ich habe jetzt nur Assetto Corsa drin, weil ich habe einen neuen Computer, habe alles frisch aufgesetzt und nur Assetto Corsa installiert. Gut, wenn ihr dann das soweit gemacht habt, klickt ihr hier oben im Programm auf Optionen und globale Geräteeinstellung. Dann seht ihr hier, könnt ihr noch ein paar Dinge einstellen. Was ich gemacht habe, ist die Zentrierfeder in Force Feedback Spielen aktivieren. Hier habe ich den Haken gesetzt und das war es eigentlich schon. Weil hier unten haben wir einen Haken, zulassen, dass das Spiel Einstellungen ändert. Den habe ich einfach mal angehakt gelassen, damit ja Änderungen im Spiel, die ich dann verstelle oder so, dass die übernommen werden und nicht überschrieben von diesem Programm hier. Was noch dazu kommt, hier bei den Lenkrad-Einstellungen müsst ihr oder könnt ihr könnt natürlich auch weniger einstellen, aber ich habe es jetzt hier auf 900 Grad eingestellt. Das ist eigentlich so realistisch wie möglich, also ein normales Fahrzeug, einen normalen Wagen hat 900 Grad Einschlag und ja, ich wollte es natürlich so realistisch wie möglich haben und darum hier 900 Grad. Okay, das wäre es eigentlich schon von diesem Programm. Mehr, ihr könnt hier noch ein bisschen rumklicken, aber eigentlich umstellen müsst ihr eigentlich nichts. Das kommt dann wieder im Spiel und ich würde sagen, ich wechsle jetzt kurz ins Spiel und wir sehen uns gleich wieder. Zurück in Assetto Corsa, in den Steuerungseinstellungen. Sieht etwa so aus das Ganze und ihr seht hier, ich habe zwei verschiedene Profile und ich werde euch gleich erzählen warum. Als erstes würde ich hier nicht unbedingt das voreingestellte, Konfigurationsvoreinstellungen würde ich nicht unbedingt verwenden. Könnt ihr gerne tun natürlich, aber würde ich nicht unbedingt machen. Und zwar aus folgendem Grund, weil ich will ja eigentlich alles selber einstellen. Alright, dann seht ihr hier auf dieser Seite, das Steuerrad wurde bereits erkannt. Hier steht dann, was ihr für ein Steuerrad habt, wenn es erkannt wurde. Und dann könnt ihr eigentlich hier das Ganze einstellen. Ihr seht, die Achse hier vom Lenkrad. Kommen jetzt nicht wirklich richtig ran. Aber auch hier 900 Grad natürlich eingestellt. Müsst ihr einfach hier ins Bild klicken. Dann steht Warte auf Eingabe. Dann bewegt ihr oder drückt die Taste, die ihr wollt. Und ihr seht, dann übernimmt es das. Axis 1, das wäre jetzt das Steuerrad. Hier natürlich auf 900 Grad eingestellt. Und jetzt wichtig,
Bei Gas, Bremse und Kupplung müsst ihr hier diesen Haken setzen. Wenn ihr das nicht macht, ist das Pedal eigentlich umgekehrt. Das heißt, wenn ihr nicht aufs Pedal tritt, ist dann Vollgas, und wenn ihr das Pedal tretet, dann geht das Gas weg. Also unbedingt hier umkehren, anwählen, diese drei, sonst funktioniert das nicht und ihr könnt nicht richtig fahren. Denn das nächste Bild hier, Gangschaltung, habe ich jetzt die Schaltwippen habe ich nicht belegt. Und zwar aus folgendem Grund: Ich habe hier ein Drift- und ein Racing-Profil. Und beim Drift-Profil habe ich die Schaltwippen als Handbremse. Also nur die rechte Schaltwippe ist als Handbremse. Das kommt dann weiter hinten, seht ihr dann. Und beim Racing-Profil habe ich natürlich hier diese zwei belegt und dafür keine Handbremse. Weil ich habe keinen Joystick und irgendwie mit dem Knopf ist das scheiße. Und darum habe ich mir die Schaltwippe als Handbremse ausgesucht. Und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Und darum ist hier eigentlich nichts belegt. Dann hier natürlich die Gangschaltung ganz normal belegen. Dann kommen wir zum Sekundär. Hier seht ihr Handbremse, Button 5. Das wäre jetzt der rechte Schalthebel. Habe ich einfach hier belegt. Scheinwerfer, Hupe, ist eigentlich nicht so wichtig. Dann die Ansichtknöpfe habe ich auf die Knöpfe neben dem Steuerrad gelegt. Für die Leute, die wissen, wie das D27 aussieht, die schwarzen Knöpfe vor der Gangschaltung eignen sich eigentlich ganz gut für die Ansicht hier. Und die Gesten, ja, sind eigentlich nicht wichtig, habe ich irgendwelche Knöpfe belegt. Egal. Dann fortgeschritten, seht schon hier, das sind meine Einstellungen. Ich habe die Stärke vom Force Feedback auf 90 runtergedreht. Könnte man eigentlich noch ein bisschen, weil klar, es ist dann nicht mehr ganz realistisch, aber sind wir ehrlich, nach 1-2 Stunden Driften oder Autofahren tun einen schon ganz schön die Schultern oder die Arme werden schon ganz schön müde. Und darum hier einfach ein bisschen zurück, dass es ein bisschen angenehmer ist zu fahren. Dann Curb Effect habe ich auch auf 50 runtergedreht, damit es mir nicht jedes Mal, wenn ich ein bisschen auf die Curbs komme, das Lenkrad ja durch die Hände jagt. Klar, wieder hier ist auch, wäre eigentlich realistisch, aber ist einfach ein bisschen angenehmer zu fahren so. Dafür habe ich die Straßeneffekte und die Rutscheffekte habe ich ein bisschen erhöht hier, wie ihr seht, weil ich finde, beim Driften, und ich bin eigentlich nur am Driften, also Races fahre ich eigentlich ganz selten, kann ich das hier umschalten, aber für Driften finde ich das eigentlich ganz geil, dann merkt man einfach besser, wenn das Fahrzeug rutscht, und ist einfach angenehmer irgendwie so. Alright, dann als nächstes noch hier habe ich eigentlich nichts verstellt und die Bremse habe ich ein bisschen zurückgeschaltet, ein bisschen verstellt hier, aber ja, macht jetzt eigentlich nicht wirklich viel aus, wenn ihr das nicht gerade ganz nach links oder ganz nach rechts schiebt. Ist das eigentlich nicht wirklich schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Alright, und dann hier aufpassen, speichern und laden, dass ihr euch hier nicht verklickt. Ist mir auch schon passiert, dass ich was laden wollte und aus Versehen gespeichert habe und dann musste ich wieder neu einstellen und. Ja, ist kein großes Problem, aber irgendwie nicht so angenehm. Alright, das wäre es eigentlich. Wundert euch nicht über die komische Auflösung. Ich glaube, das Bild könnte sogar ein bisschen unten abgeschnitten sein, weil ich mache das gerade hier auf meinem anderen Bildschirm und irgendwie will die Auflösung nicht wirklich stimmen. Aber ja, soll ihr jetzt mal nicht stören. Ihr seht ja, wie meine Einstellungen sind. Und das war ja eigentlich auch die Frage. Gut, das wäre eigentlich so viel zu meinem Force Feedback. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Oder wenn ihr sonst irgendwas wissen wollt oder irgendwie, keine Ahnung, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten lasst den Daumen glühen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, daher bis zum nächsten Mal und ciao! Ah.